So, willkommen zurück. Wir sind wieder bei den Aufgaben dran. Diesmal probieren wir die Aufgabe zu lösen: Finde zurückgelassene Spraydosen. Dazu geben wir natürlich einen Gruppenkeiler rein. Wir versuchen aber anderen zwei Aufgaben auch zu machen. Wie gesagt, direkt mal einen Gruppenkeiler rein, weil im Gruppenkeiler ist es einfach am simpelsten. So, dann halt wie gesagt noch in eigener Sache: der PaySafe-Code da unten für alle, die neu sind. Das ist eigentlich für im Prinzip ganz YouTube. Jeder kann versuchen, den Code zu knacken unten. Alle 10 Abonnenten gebe ich eine Zahl weiter, eine Zahl mehr dazu. Heißt, bei 10 Abonnenten habe ich die erste Zahl gegeben, bei 20 kommt die zweite. Derzeit sind wir bei 12 Abonnenten, heißt, es fehlen noch 8. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann verpasst du auch nicht den PaySafe-Code unten. So, jetzt aber mal schnell zu der Aufgabe. Erstmal hier wieder meine Kameraden stumm stellen. Sind alle drin. Jetzt muss ich gucken, wie wir fliegen. So, also die erste Dose ist hier oben, die zweite ist da bei der Hacke, die dritte ist hier bei der Lava auf der Spitze da, die vierte ist hier unten am Schrottplatz und die fünfte ist hier bei der alten Disco. So, jetzt probiere ich echt bei. Wie mache ich es am besten? Ich glaube, ich hole mir echt auf dem. Oh, die Zone ist ja schon übelst kacke. Ich hole mir hier direkt das Board. Ich hoffe, eins ist da. Ansonsten muss ich das bei Tilted holen. Und dann wird es schwierig. Ja, hinten steht noch eins an der Wand. Oh, perfekt beschissen gelandet. Nehmen wir uns trotzdem mal eine Waffe mit. Also hier die Boards sind immer da. So, probieren wir direkt mal oben zum Schrottplatz. Auf jeden Fall müssen wir uns beeilen, definitiv. Also hier kann ich die Boost-Taste durchspammen. So, ich kann es einfach nochmal gucken. So rum. Also ich hole erst den bei Junk. Schneller. Ich denke mich immer, mach doch schneller. Also als Tipp kann ich euch geben, fliegt erst zu dem Schrottplatz hier und sag schon zu der Werkstatt da und holt euch da das Board. Weil ihr seid schneller als ich hier gerade. Irgendwie habe ich das nämlich hier gerade blöd gelöst. Zack, da drin ist die erste Spraydose versteckt. So, direkt wieder weiter. Ich spamme die Taste einfach durch, ey. So, hier muss ich hin. Gut. Für Looten habe ich jetzt keine Zeit. Ich weiß schon, es könnte eng werden, ob ich es hier überhaupt schaffe, ey. Sache, wenn ich irgendwo zufällig ein Medikit sehen würde, wäre natürlich. Oder Verbände oder so. Wie ihr seht, hier so ein Automat, falls ihr noch sprühen müsst. Ja, komm. Zack, 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 zack. Komm, schneller, schneller, schneller. So, die nächste Sprühdüse ist hier. Diese. Die war auch deutlich zu sehen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier rauskomme, ich Idiot. Perfekt, so kommt ihr hier auch wieder raus. So, die nächste ist. Na, komm, da. Das wird echt schwer. Also in einer Runde wird es echt schwer zu sein, die zu schaffen. Ich denke mal, ich weiß es noch nicht genau, aber wenn die in Prestige kommt, Brustmahlzeit. Dass wir das in einer Runde machen müssen. Na ja gut, ich denke mal, so eine halbe Minute könnt ihr sparen, indem ihr wirklich da an der Rennbahn runterspringt bei Junk. Schon. Schneller, schneller. Komm, 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 komm. Nein, nicht daher. Hier muss ich hin. So, jetzt weiß ich hier selber nicht genau wo. Ach, da unten.
Da ist sie direkt. Ja, 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 mach hier kein Rambazamba. Hier, Mann, ich hab doch keine Zeit. Hier die Säule. Zack, da liegt sie dann. Schnell mein Board wiederholen. So, die nächste ist. Oh Gott, da komme ich schon Leben nicht hin. Zwar hin, aber nicht mehr zurück. Und die nächste ist. Oh Gott, bei Happy Hamlet da. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Ansonsten werde ich, glaube ich, das erste Mal Gruppenkeile abbrechen und direkt nochmal rein, damit ihr halt direkt seht, wo die sind. Ich werde es trotzdem probieren. Komm, schneller. Da wünscht man sich halt echt die Flugzeuge nochmal zurück. Ich denke mal, den Punkt kriege ich definitiv noch, aber wenn ich den anderen dann krieg, zweifle es. Komm schon. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt in einer Runde oder nicht. Das würde mich interessieren. Ich weiß halt nicht, ob es im Prestige-Modus dann ist. Ob das funktioniert. Jetzt muss ich gerade selber. Ach, wie ich tot. Da die Spitze muss ich ja. Da seht ihr sie schon. Zack. So, und die letzte ist halt wie gesagt eine Disco. Die Disco ist da. Also wenn wir jetzt schnell sterben. Warte mal. Ich probiere das jetzt einfach. Komm, schneller. Jetzt bin ich frage, wo der mich spawnt. Boah, 1000 Meter. Warte, jetzt muss ich überlegen, war hier irgendwo eins? Halt's Maul, schieß nicht auf mich. Keine Zeit für den Blödsinn. Sorry für den Ausdruck. Oh, ja, du bist der Coolste. Oh, Mann. Natürlich noch so Gegner, das ist natürlich ultra nervig. Jetzt brauche ich ein Hoverboard, ey. Dann. Gerade überlegen, wo hier noch welche waren. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen durch die Zone. Meter. Naja, der gibt schon zwei Ticks. Ach, das ist ärgerlich. Obwohl, das ist eigentlich. Nee, dafür bin ich zu langsam. Ah, das ist ärgerlich. Na komm, dann machen wir gerade neue Runde. Bla 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 bla. Match verlassen. Dann zeige ich euch das gerade noch schnell. Dann, da, dann, da, dann. Ja, normalerweise versuche ich es immer in einer Runde, aber. Die Aufgabe ist echt nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob man vom Vulkan dann in die Eis fällt und dann zu Paradise. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wie die Zone mitmacht. Die Zone war jetzt eigentlich voll gegen uns. Am besten wäre halt, wenn die Zone entweder in der Eiswelt endet oder in der Wüste. Dann könnte man eigentlich easy schaffen. Aber dann kann ich vielleicht die Aufgabe mit den 5000 Schaden machen. Aber 5000 ist natürlich auch eine Hausnummer. So, stellen wir hier einfach mal stumm. So, wie gesagt, die Spraydose befindet sich genau hier. Willkommen auf YouTube. Hallo, YouTube.
Was streicheln? Och, man kann streicheln. Wie schön. So, erstmal aus der Map raus. Oh, da werde ich safe nicht alleine landen. Obwohl, ne, die kommen ja erst später dahin. Minigun. Drei Stück von der Maschinenpistole aus 15 Metern. Ja, dafür eignet sich natürlich Gruppenkeile auch am besten. Landest einfach hinter einem. Und messen dann um. So, jetzt bitte keiner hier, der mich töten will. Ich bin trotzdem mal gerade. Mini. Ach, ich denke, mein Haus ist eine Mini. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ah, da liegt sie schon. Hier in dem Zelt. Zack. So, jetzt wäre schön, wenn ich schon eine Minigun finden würde. Da wäre ich echt glücklich. Pfeil trotz Minigun war er. Also. Nee. Oh, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich einen Minigun finde. Mal so oft kommt die eigentlich auch nicht vor. Eigentlich nur so Vorräten inzwischen drauf. Weil inzwischen sind in den Vorräten ja anscheinend wieder Waffen drin. Ja, kann man so mal lassen. Ich hab immer das Glück und finde dann nichts. Natürlich nicht. Oh, was ist denn hier eine Minigun? Ich glaube, das ist gerade das erste Mal, dass ich hier lande. Ich weiß nämlich absolut nicht, wo hier Kisten sind, gar nichts. Die Pump hol ich natürlich lieber mit. Und Gruppenkeile, wie gesagt, holt euch immer genug Munition mit. Ihr werdet gar nicht glauben, wie schnell eure Munition weg ist. So, kein Automat, aber ich glaube, ein Automat ist hier zurzeit eh nicht drin. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich will hier nichts Falsches sagen. Hier war irgendwie eine Kiste, wenn ich mich nicht verwirrt habe. Ja, da gehen wir mal gerade hoch und dann gucken wir mal nach dem Loot-Drop, wenn er bis dahin nicht weggeholt wurde. Hier ist definitiv noch eine Kiste. Boah, wie viel Munition ist denn hier zu finden, ey? Mal nach oben. Rot. Toll. So, bitte lieber Gott, meine ist gut mit mir. Dankeschön. Sogar zwei. Aber was Besseres kann mir ja nicht passieren. Aber warte mal, dann mach ich das anders so. Obwohl die zählt ja als Minigun, ne? So, bam, 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 so. So, dann gerade noch schnell ein bisschen was trinken. Achso, falsch rum. Erst die kleinen, dann die großen. Zack.
Zack. Also genau so, wie ich es mir gedacht habe. Am besten halt einfach die Loot Drops öffnen. Und falls ihr das noch nicht habt, die müsst ihr eh öffnen. Hey, ach, hier kommt noch einer, oder? Ja, ich baue nichts, du Trottel. Du musst Gebäude kaputt machen, nicht mich. Verstehst du das denn nicht? Nein, er versteht's nicht. Anscheinend spreche ich eine andere Sprache als er. Er kommt aber auch immer wieder. Immer wieder kommt er zurück. Da ist er schon wieder, oder? Das ist, wenn man erst die Gebäude kaputt machen will. So, jetzt fängt es aber langsam an. Wo schickt der mich denn hin? Ist das hier vom Gegner? Lex des Todes. Oh Mann, ich habe keine Zeit für euch. Ich will da rein hier. Ich muss Dinger kaputt machen. Ah, wie gesagt, die Spraydosen habt ihr ja schon mal auf jeden Fall gefunden. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier irgendwie mal hinkriege, überhaupt mal Schaden zu machen, weil irgendwie hat das alles nicht gezählt. Hier liegt der Loot in der Luft. Das müsste ein Kill gewesen sein, also unter 15. Nein. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es vom Gegner gebaut ist oder doch. Das war definitiv vom Gegner gebaut. Er ist bei uns. Auch 800 habe ich ja schon. Du Idiot, du musst nicht meins kaputt machen, du musst vom Gegner kaputt machen. Er rafft's nicht. Boah, was geht hier ab? Paradies oder was? Hammert. Aber was kann man jetzt? Da oben drauf. Ich glaube, das sind ein bisschen viele. Ja, vielleicht können wir in der Nähe landen. Na ja, toll. Haben sie auch gesehen, da werden sie nicht so safe aussehen. Also so simpel ist die Aufgabe erledigt. Guckt einfach, wo die anderen alle so rumeiern. Das eigentlich schon, weil ihr habt ja gesehen, wie schnell es jetzt geht.
Ja, da war sie wieder. Meine neue Freundin anscheinend. Den habe ich gar nicht als Gegner. Der stand doch schon die ganze Zeit neben mir. Nicht mal einen stand doch neben mir. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Teammate, der neben mir rumsteht. Du doofe Sau. Und da eine Falle zu platzieren ist natürlich auch keine schlechte Hausnummer. Einfach alles aufmähen. Okay, war nicht schlecht. Muss ich zugeben. So, jetzt probieren wir doch mal irgendwas Sinnvolles zu machen. Toll. Schmeckt. Vor allem eben, wo ich die Aufgabe noch nicht hatte. Das hatte mich nämlich gewundert, warum die alle mit der Minigun wie so Behinderte rumschießen. Wieder gefühlt immer drauf. Was ein Team, ey. Ich sehe hier gar nichts von lauter Bäumen. Total überfordert. Aber gewonnen, wie viel EP kriegen wir dafür? 500. Also wie gesagt, wenn ich euch weiterhelfen konnte mit den Spraydosen, Minigun, habt ihr gesehen, alles ganz easy. Dann lasst gerne ein Abo da für den PaySafe-Code. Ihr gewinnt auch alle damit. Also in dem Sinne, haut jetzt wieder rein.